Und damit, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WWE 2K24 oder eben wie es bei uns heißt, ECW 2K24. Die Woche vor dem großen Pay-Per-View Hardcore Heaven steht an. Schauen wir mal, was die heutige Karte bringt. Wir haben einmal das Match um den ECW Television Title zwischen dem Sandman und dem amtierenden Champion Rhino in einem Falls Count Anywhere Match. Kid Cash gegen Nuncio, Sabu gegen Taz und ich habe es letzte Woche schon gesagt, das komische Tag Team Mike Awesome und RVD zusammen gegen Dudley, ist der Devon Dudley und Stone Cold Steve Austin. Dazu der Main Event. Lita gegen Jazz, Folge 526 und dazwischen noch Dormery, ebenfalls wieder in einem Triple Threat Extreme Woods Match. Und ich sage, manche Booking-Entscheidungen verstehe ich hier echt, aber ich sage auch die Fehde Lita gegen Jazz, ich habe schon gar keine Lust mehr, die selber zu spielen. Weil ich musste einfach mal den Titel wechseln, aber ich sehe jetzt gerade keinen Anlass dazu eigentlich. Aber gucken wir mal, wie sich das Ganze ausspielt. Los geht's, viel Spaß. Einzug machen wir hier mal aus. Wir nehmen Rhino, das Cup, eigentlich nehmen wir mal den Sandman. Haben wir ja den Titel uns holen. Falls Count Anywhere, das heißt, das Match kann überall beendet werden, muss nicht im Ring passieren. Das nutzt ja gleich, oder versucht ja gleich, das Sandman, indem er Rhino nach draußen schmeißt. Referee muss dann immer mit hinterher. Sandman holt sich seinen patentierten Singapore Cane mit rein. Das ist auch ein Rematch. Der Rhino hat sich damals den Titel vom Sandman geholt. Singapore Cane ist schon kaputt. Und was hier oben noch ist, ob es noch irgendwo weitergeht. Ich glaube, man kann nicht Backstage gehen. Ich glaube, die ganze Kulisse ist eigentlich nur, ist auch nur Kulisse. Also das ist nichts, wo man jetzt irgendwie aktiv nutzen kann, soviel ich weiß. Vielleicht dagegen krabbeln, dagegen werfen können wir probieren. Muss ja Sandman selber hart gegen die Absperrung. Headbutt von Rhino. Das Cover. Aber nur bis eins. Bomb Slam. These superstars are starting to get very imaginative right now. You have to think someone's looking at that stage and getting some. Wir krabbeln jetzt hier runter, schon gucken, was da noch hingeht. Ist dann irgendwie auch Ende, statt dass noch irgendwas, irgendwelche Gegenstände hier liegen würden. Ich bin gegen die Absperrung. Die Schläge hier von Rhino. Zeit Backbreaker. Bulldog vom Sandman. Jetzt hier Rhino gegen die Absperrung schmeißt. Reversal, und da muss der Sandman mit dem Gesicht. Genau, die Absperrung. Der Ref ist noch da oben irgendwo, bis der Ref kommt. Kann der Sandman schon auskicken. Hatte der Headbutt von Rhino. Oh, Sandman schon sichtlich hier angeschlagen. Als nie der große, ja, große Typ mit Ausdauer. Der Kid Rhino das Knie noch. Aber Sandman kommt wieder raus. Spinebuster. Wieder bei zwei. Kann der Sandman hier rauskommen? Und dann geht komplett ins Leere. Zumindest mal. Der Konter. Und dann Piledriver vom Sandman außerhalb vom Ring auf dem Betonboden, wenn der durchgeht.
Geht auch durch, Cover direkt hinterher. Aber auch hier kann Rhino bis 2 rauskommen. Also beide jetzt schon mit den Finisher jeweils durch. Sandman wartet hier ab. Nochmal den Piledriver zeigen. So schaut's aus. Und der Sandman holt sich ja tatsächlich seinen Television-Title zurück. Habe ich vor 3 Wochen verloren gehabt. Schubst hier den Ref erstmal weg. Mit gleichem Titelwechsel unserem ersten Match heute. Weiter geht's mit Kid Cash gegen Nunzio. Da auch keinen Plan, was da eigentlich genau passiert. Eddie Guerrero ist da noch mit beteiligt. Also irgendwas wird hier passieren. Aber vorher, wir nehmen mal Nunzio. Also Little Guido in dem Fall ja, heißt der eigentlich richtig. Pendle Slam, Pendle Belly Breaker. Ich glaube, da habe ich auch mit Little Guido einen leichten Nachteil gegen Kid Cash. Ja, das Pose sollte sich hier wahrscheinlich sparen. Jetzt, oh, Back Suplex auf den Apron. Ein Armstretcher. Just disrespectful, but I guarantee they're going to take great umbrage with that offense. Somersault leg drop. Turning the tables. The WWE Universe giving him. Ja, wie gesagt, ich glaube, er soll einfach nicht zu viel feiern. Oh, schöner Kick jetzt hier. Precise with the super kick. And now gets tossed into the ring. Schöner Hurricane Runner. He's feeling the effects of that last hit. He had to be prepared to take some damage tonight. Measured knee drop. Look at a hurt of people. Oh my god, shoulder breaker. That could cause long-term damage. Noch ein Hurricane Runner hinterher. Coverversuch hier. Kickout bei 2 von Little Guido. Nochmal so ein super Kick. Oh man, you can see he is feeling it now. Jetzt kommt die Eddie Guerrero doch zum Ring. Das Nunzio irgendwie nutzen kann, aber vorhin auch schon gesehen, sowas. Ob das langt, die Ablenkung hier. Eddie Guerrero, ob hier Little Guido wirklich das Match gewinnt. Nein, nur bis 2. Und er flügt jetzt hier. Hier genug. Eingang nach hinten ist zu. Guerrero weit und breit. Keine, nicht mehr in Sicht. Er ist irgendwo verschwunden. Yeah,
count's running out. He's back in so close to a count out. You do not want to lose that way. Und dann noch Kid Cash. Ja, Pele Kick. Ein euch zu oft hier. Brainbuster. Ob da. Ich bin nochmal rauskommen, bezweifle ich ja. Ja, das ist der Sieg für Kid Cash. Und die Ablenkung von Eddie Guerrero hat hier auf jeden Fall nicht geholfen. Hat so einen Two-Count, aber Kid Cash am Ende doch der Sieger dieses Matches. Next Match ist Sabu gegen Taz. Was hier passieren wird. Wir nehmen mal wieder Sabu zur Abwechslung. Und Einlauf können wir auch überspringen in dem Fall. Though his opponent will have something to say about that, he himself has garnered a lot of experience and knows in this business you're either stepping up or being stepped on. Repeated elbows to the lower back. Knee right to the face. Oh man. Auf dem so Richtung Seil. Ref noch erwischt. Release German Suplex von Taz. Harte Schläge, Sabu kann nicht kontern. Der Move passt auch nicht. Den Triple Jump Moonsault kommen dann. Ich glaube, das Moveset von Sabu, auch wenn er gut ausschaut, muss ich nochmal überarbeiten. Wenn man so gar nicht. Der Elbow Drop war jetzt so toll. Jetzt haben wir vorhin schon, mal gucken, wer jetzt reinkommt. Ich bin von Taz. Die Ablenkung ist auch gewesen. Release. Oh. Alle Clothesline in die Ecke. Aber trotzdem nur bis 1. Oh, Taz Mission. Ob Sabu hier nochmal rauskommt. Nee, kein Auftrag. Taz gewinnt dieses Match, nachdem die Musik gespielt wurde. Vorne, wir wissen, ich hab die nicht alle im Kopf, wer jetzt da reinkam. Wir können aber gleich nochmal nachschauen, weil da sehen wir, wer jetzt hier Momentum dadurch bekommen hat. Natürlich Taz Momentum bekommen, weil er hier das Match gewonnen hat. Oh, es war die Musik von Jerry Lynn, die hier kam. Okay. Sabu und Jerry Lynn sind jetzt Feinde, deswegen habe ich auch die Musik. Okay. So, jetzt kommen wir zu diesem komplett weirden Tag Team Match. Mike Awesome und RVD gegen Stone Cold Steve Austin und Devon Dudley. Okay, mal gucken, was hier passiert. Naja, schau mal. Wir nehmen mal Steve Austin, haben wir noch gar nicht benutzt gehabt hier. Das war auch eigentlich das falsche Outfit für die Ära, aber. Austin räumt hier erstmal auf. Stampft hier in die Pütze. Das war ein Gericht der Carsten Schäfer Satz. In die Pütze stampfen. Mike Awesome muss hier gut einstecken, der amtierende ECW-Champion, der auch kein Tag-Team-Spezialist.
Und Steve Austin ist auch vor seiner Zeit natürlich hier als Hollywood Blond bekannt gewesen. Zusammen mit Brian Pillman. Loose Cannon, auch ein Charakter, den wir hier noch reinbringen könnten eigentlich. Und greift jetzt ja auch noch mit ein. Hängt auch Mike außen natürlich kurz ab. Mike Austin wir jetzt gegen das oberste Polster und schmeißen außen einfach in den Ring zurück. In die Ecke, also Tag mit Devon Dudley, der natürlich ein außerordentlicher Tag-Team-Spezialist ist. Dolphic Suplex, Body Drop. Dropkick gegen RBD, der draußen steht. Cover gegen Mike Awesome. Also Champion hat schon lange keinen Pin von mir einstecken müssen. Oh, hier ist er doch etwas. Ins Nachsehen gekommen. Roundhouse Punch. Das Chris Punch von Devon Dudley. Eine Attacke gegens Knie. Jetzt soll der Wechsel dann doch mal folgen. Beziehungsweise RBD wechselt sich ja selber ein. Und ja, ja gut, da ist dann auch die Tag Team Combo schnell wieder geschieht. Also wer auch immer dieses Match hier angesetzt hat. Jetzt ist RBD hier alleine da, hat es mit beiden zu tun, mit Austin und mit, wir bleiben aber bei Austin. So, ich wechsle mal schnell wieder zu Devon. Das hat natürlich RBD auf sich allein gestellt gegen Devon Dudley und Stone Cold Steve Austin. Das von Devon obersten Seibers folgen und DDT. RBD ist in a dazed and confused state. Devon. Dudley Drop. Cover, aber da lässt RBD oder lässt Devon RBD los, dass der nochmal. Austin muss auch nochmal reinkommen. Gut, bin jetzt zu Austin. Die können natürlich jetzt mit RBD spielen. Austin kommt rein. Da wissen wir alles, was es folgen soll. Und RBD ist hier nochmal werden kann. Und vom Osten ist einem DT geflogen. Muss Dion eingreifen. RBD versucht hier echt mit allen Kräften zu wehren. Gegen die beiden Gegner, die er hier noch hat. Er gibt hier nicht auf. Standing Moonsault. Und im bis 2. Aber ich seine Blow. Stunner auch abgefangen hier, aber die wirklich stark. Das Press on Austin. Und jetzt wissen wir, was kommen soll. Stone Cold Stunner. Das Cover hinterher. Aber auch hier wieder kommt RBD tatsächlich raus. Also Wahnsinn, was da, wie der da gegen die Niederlage ankämpft. Wenn er schon lange von seinem Partner verlassen wurde. Body Drop von Austin.
Attack zu Devon. A double team move. Oh, no, no, no. Und double power bomb. Oh, wollte sie aber die nach draußen. Austin springt auf dem obersten Seil hinterher. Ich will auch nicht aufzählen, dass Austin aus oberster Seil gegangen ist. Ist noch gegen den Pfosten. Natürlich komplett 2 gegen 1 jetzt. Der Ref macht auch keine Anstalten zu zählen. Monkey Flip aber gewehrt gegen Steve Austin. Und dann das ganze Comeback-Aktion schon wieder von dem Bulldog von Austin unterbrochen worden. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wer jetzt gerade der legale Mann im Ring ist. Aber trotzdem mega Respekt, was RVD hier leistet. Sich so lange wehrt gegen die beiden. Aber ich ja trotzdem denke, dass früher oder später dann er das Nachsehen haben wird. Nächster Stunner. Und am Schluss war dann doch die Übermacht zu groß, dem er von seinem Partner Mike Awesome allein gelassen wurde. Die beiden Rivalen konnten auch in ihrem Tag-Match nicht anders als zu versuchen, sich gegenseitig zu überbieten. Nach einem Blind-Tag von Rob Van Dam hatte Mike Awesome endgültig genug, holte zu einem heftigen Punch aus und verließ das Match einfach. Rob Van Dam hatte also plötzlich wie gewünscht das Rampenlicht für sich ganz allein, musste aber in Unterzahl weiterkämpfen. Und wie es ausging, wissen wir ja. Main Event simuliere ich jetzt mal da. Lass mal Jazz den Titel behalten, ich habe echt keinen Bock mehr, mit dieses Match zu spielen. Das ist Weekly und dann geht unser großer Pay-Per-View los. Auch noch Super Crazy gegen Spike Dudley, Terry Funk gegen Kid Cash und Too Cold Scorpio gegen Tajiri. Also ich glaube, das Match Super Crazy gegen Spike Dudley, das schauen wir uns mal an danach. Die anderen beiden simulieren wir dann. Super Crazy erst vor kurzem zu uns gestoßen, nach dem letzten Pay-Per-View erst hier in die Show mit reingekommen. Auch Spike Dudley eher eine Randerscheinung bisher. Ein Extreme Rules Match. Schon fast Einzelmatch-Debüt hier von Super Crazy. Der nicht umsonst Super Crazy heißt, haben wir mal vergessen. Jetzt mache ich dann die Musik, muss ich auch ändern. Die Cactus Jack-Musik. Also hier ist Highfly eigentlich vorprogrammiert, wenn sie sich denn mal treffen, die beiden. Lucha Libre in Action. Ist eigentlich gar kein Extreme Rules gebraucht in dem Match. Und dann über das oberste Seil hier, Super Crazy, attackiert hier Spike Dudley sofort wieder auf den Beinen auch. Das einzige sinnvolle Instrument in dem Match ist eine Leiter. Was Super Crazy dann noch von weiterer Höhe springen lässt. Spike Dudley jetzt auch mal mit offensiven Aktionen. Weg in den Rücken. Big time knee rocks his opponent.
Was da? Power-Aktion auch, das kann super crazy. Was soll wieder nach außen gehen? Kann er was Spike dann die kontern? Und Ron Slam. Auch schon Moons, und da kann Spike lieber ausweichen. Neckbreaker. So, Dudley Drop, Dudley Dog kommen, aber auch hier schön gekontert von Super Crazy. Jetzt hier so ein Signature Move ansetzt. Wieder so was das Seil. Nächster Moonsault, diesmal sitzt er auch. Nur bis zwei. Der Finisher folgen. Powerbomb. Und damit der Sieg für Super Crazy. Beiden Matches. Lass mal simulieren. Oder Zufallssieger. Man kann ja Kid Cash gegen Terry Funk gewinnen. Sehr schön. Und Tajiri gegen Too Cold Scorpio. Matches uns auch mal auf jeden Fall mal so geben müssen. Gewinnt hier Tajiri. Damit sind alle Matches vor dem Pay-Per-View abgeschlossen. Also die nächste Show ist dann der große Pay-Per-View Hardcore Heaven. Da müssen wir mal gucken, wie was da genau ansteht. Klar, Falls Count Anywhere Match. Von RVD gegen Mike Awesome. Muss dann mal das Ende sein. Guck mal, machen wir zwei Folgen wieder draus aus dem nächsten Pay-Per-View. Sonst zieht sich das Ganze nicht länger. Also damit wieder einschalten und immer dran denken. Sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao.